begrüße euch total und recht herzlich. Wir haben Weihnachten 2021. Wir haben unsere Tannenbäume geschmückt. Wir lieben Star Wars. Star Wars hat uns 40 Jahre begleitet. Star Wars war was. Star Wars war im Kino, ist jetzt bei uns zu Hause. Star Wars ist jetzt bei Disney Plus. Star Wars. Nun sind wir im Jahre 2021 und die Funkmediengruppe hat 220 Millionen bekommen, um Corona-Propaganda zu gestalten. 220 Millionen an Funkmediengruppe, die wirklich tatsächlich Gas gibt. Sie macht Propaganda in allen Richtungen. Das ist die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Bin ganz ehrlich, für 220 Millionen hätte ich auch jede Pandemie euch vors Auge geklatscht, ob es gewollt oder nicht. 220 Millionen ist eine Korruption, die gewaltig ist. Es ist. 220 Millionen sind geflossen, um Corona an den Mann zu bringen. Und nun an Kind, Frau, Mann. Jeder glaubt daran. Glauben heißt nicht wissen. Wissen ist Macht. Wer aber zu viel im Wissen, wird natürlich im Wissen bekämpft. Wissen gegen Wissen, Macht gegen Macht ist immer Ärger. Immer, an allen Fronten. Das, was jetzt läuft, 2020 bis 2045, ist dasselbe wie 1920, 1945. Nur perfekter. Früher war ein Österreicher in diesen, ab München aufwärts zu Berlin, und hat Gas gegeben. Heute gibt Österreich den Ton an, wie 1920-45. Österreich ist, wie Österreich ist, korrumpiert, korrumpierbar. Über München ist ja klar. München hat schon immer vollzogen die Macht und hat also schon immer gestrebt zur Macht. Viele damals nach 45, besonders ab 1949, danke Herr Adenauer. Danke an Herrn Adenauer, der uns wirklich eine Zukunft gegeben. Der Rentner bekam Geld, die Lohntüte war weg, die Sparkasse kam und so weiter. Wir hatten wirtschaftliche Wunderjahre, wir konnten zur Quelle gehen, konnten einen Kredit aufnehmen und gingen einkaufen. So war es. Quelle war an der Macht. Alles, was man kaufen konnte, konnte man über Quelle auf Pump erhalten. Karstadt hingegen war, wie Karstadt nun mal war, teuer, sehr teuer. Bis Karstadt aber auch erkannte, dass man mit seinen eigenen Angestellten viel Geld machen kann. Angestellte bekamen wie bei Quelle Pump, das heißt, sie hatten Schecks, die sie ausfüllen konnten, und ja, am Ende des Monats hatten sie etwas weniger, dafür aber viel Ware gekauft. So war es. Die wirtschaftlichen Wunderjahre. Quelle machte es möglich für den Normalbürger, Karstadt machte es möglich für alle Angestellten, und so lief es. An dem Tag, wo Neckermann zum ersten Mal ging, Wertheim war dann dran und so weiter, dann Quelle, dann Karstadt, und es war nun das Jahr 2002. Ab 2002 ging so langsam alles. Ab dem Jahre 2015 wurde die Industrie 4.0 geboren. Die Industrie 0 war genauso, da mussten die Weber dran glauben, die Hände mussten dran glauben, die Arbeitskraft musste dran glauben. Man hatte sich daran gewöhnt, nicht mehr so schwer arbeiten zu müssen. Die Maschine tat es für uns. Und jetzt, wo der Computer alles für uns macht, so eine laufende Kamera, wo wir YouTuben können, Facebooken können, WhatsAppen können, etc. und pp., hat die Funkmediengruppe zugeschlagen. Die Funkmediengruppe hat 220 Millionen bekommen, um Corona zu propagandieren, um die Menschen zu reduzieren. Die Menschen glauben daran, dass der Mensch nicht so grob ist, dass er den anderen Menschen in etwas hineinzieht. Aber der Mensch ist halt so. Es gibt kaum noch gute Menschen und die guten Menschen gehen. Sie sind also auch schon gegangen. Ich bin ein Adenauer-Kind und ich war 10 Jahre alt. Und seine Stimme und seine Gestalt. Ich habe alle Bücher von Herrn Adenauer und ich habe sie gelesen. Ich meine, auch er war ein
normaler Mensch. Und er war auch beschnitten. Das heißt, er durfte nicht. Er war auch Bürgermeister, das war er auch. Und er hat viele, sehr viele Patente rausgebracht. Also so unschlau war Herr Adenauer nicht. So, wer von euch heute noch Adenauer kennt, glaubt kaum, weil die Damen und Herren sehen das nicht. So, dieses Video wird gesehen zwischen 10 und 30. So jung seid ihr nun mal und ihr habt noch nie 1950, 60, 70 erlebt. Ihr wisst gar nicht, was da war. Elvis Presley in Hamburg und diverse andere. Hier fuhren die Lords mit einem roten BMW und hatten ein Hämmerchen und die schlugen zu. Ja, wie gesagt, wir hatten viel. Wir hatten sehr viel. So, es war einmal der Kalte Krieg. Es war einmal 1956, Koreanischer Krieg. Danach ging es weiter und alle hatten Angst. 1956 wäre der Dritte Weltkrieg beinahe ausgebrochen. 1966 wäre er beinahe ausgebrochen. 1979 wäre er beinahe ausgebrochen. Und jetzt schon wieder. Im Jahre 2021 soll der Dritte Weltkrieg wieder ausbrechen. Also, es ändert sich nichts. So. Heute sind merkwürdige Menschen an der Macht, die so korrumpiert sind, dass sie 220 Millionen ausgeben an die Funkmediengruppe, dass die propagiert Corona. Tja, ihr glaubt dran, ihr lasst euch pieksen, ihr glaubt dran, dass in der Nadel das Gute steckt. Lasst es zu, lasst es zu. Was wirklich tatsächlich ist, wird am jüngsten Tag dessen rauskommen, wenn es rausgekommen ist. Ich hoffe inständig, dass der Geist der Weihnacht im Jahr 2021 zuschlägt. Dass der Geist der Weihnacht wirklich tatsächlich diese Leute, die 220 Millionen bekommen haben, um Propaganda zu propagieren, auch wirklich daran mal langsam ersticken. Ja, weil die Propaganda, die sie vollziehen in der Lüge der GmbH, Funk, sind 50 Firmen, die jetzt hier vollziehen bei YouTube, euch etwas zu generieren, was ihr glaubt. Ganz einfach, weil jeder von euch ein Star werden kann. Ein Instagram-Star. Ein Influencer. Ihr könnt furzen in Gläser und diese Gläser werden gekauft. Ja, ihr hört richtig. Es gibt Influencer, die pupsen in ein Glas. Schrauben es zu und verkaufen euch diesen Pups. Wenn ihr ihn aufmacht, könnt ihr den Pups riechen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es wird vollzogen. So. Einige Influencer sind ja aufgeflogen, weil im Hintergrund plötzlich was anderes zu sehen war. Sie haben halt nicht aufgepasst. Und schon war der ihren Erfolg zu Ende. So, wir leben heute in einer Illusion. World Wide Web. Das World Wide Web ist die größte Digitalillusion, die wir erzeugen können. Wir können Filme machen, wir können... Ich habe so viele, auch in Wuppertal, die haben viel Geld ausgegeben, haben eine wunderbare Serie gemacht bei YouTube. Kaum einer kennt diese Serie, aber wurde eingestellt, ist klar. Es ist so viel Geld geflossen und ist nicht zurückgekommen. So, dass ein Herr Gysi, egal, ich nenne jetzt, also ich mag Herrn Gysi, sagen wir mal so, alle, die ihr seht und alle, die ihr befürwortet, verdienen viel Geld, bekommen auch eine Auszeichnung. Rechtsanwälte haben erkannt, dass man damit viel Geld machen kann. Alle haben damit erkannt, damit man viel Geld machen kann. Auch Ärzte haben erkannt, da kann man viel Geld mitmachen. Sie verkaufen euch Bücher, sie verkaufen euch Filme, sie sagen Gesundheit und was weiß ich, nicht alles. Die Welt ist korrumpierbar, das wissen wir. Der Mensch ist die Korruption schlechthin. Das Geld ist im 7. Jahrhundert richtig so nach vorne gerollt. Und die überrollt uns heute. Wir leben in einer riesengroßen Blase, wo wir das Kapital drin wiegen. 5 haben das Sagen, plus 2, die das Geld ertragen. Dazu gibt es noch über 100, die auch im Gelde schwimmen. Das sind also fast 1000 Familien, die Geld haben. 1000 Familien, die das Geld haben, ist nicht erschreckend, sondern erschreckt. Weil diese 1000 Familien sind ja jetzt die ansagen. Und die Influencers, Firmen, diese 50 Funk-Mediengruppen, die ARD, ZDF bezahlt. Ja, ARD und ZDF und WDR. ARD 1950, ZDF 1951, WDR 1955 durch Adenauer. Nur Adenauer wusste nicht, wie soll ich das bezahlen. Also hat es
übertragen auf die Bürger. Wichtig ist, das sind GmbHs. Es ist nicht der Staat, weil wir haben keinen Staat. Wir haben 16 Bundesländer. So, ich lebe hier in Nordrhein-Westfalen. Hier in Nordrhein-Westfalen ist an sich noch Ruhe, hier in der Stadt auch. Viele, die demonstrieren, fahren zu Düsseldorf und demonstrieren dort. Ist okay, ist Landeshauptstadt von uns, kann man oder könnte man. Nur was da abgeht, ist fatal falsch. So, Aufklärung bedeutet, die Wahrheit zu verkünden, aber die Wahrheit kann man nicht vermarkten. Die Wahrheit mag keiner. Die Lüge ist einfach, die Lüge kann man ertragen, weil die Lüge einfach nur geil, weil die wird bezahlt. So, wichtig ist die Erkenntnis. Die Erkenntnis einer Lüge. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt mit dieser Pandemielüge, mit dieser Corona-Lüge? Wir lassen uns alle pieksen. Wie schlecht es einem geht, wird verschwiegen, dass man aussieht wie ein Streuselkuchen. Dass der Arm nicht will, sagt auch keiner. Man geht dann halt so, als ob man etwas tragen würde. Mir ist es noch nie so schlecht gegangen nach diesen Eingriffen. Muss ich einfach auch ertragen. Geht ja kein etwas an. So, natürlich bin ich nicht beunruhigt, weil meine Liebsten sind leider schon verstorben. Ich habe niemanden mehr, wohin es mich zieht, wohin ich gehen würde, weil es ist ja niemand mehr da. Ja? Ich kann nur höflich bitten, dass mir geholfen wird. Und wenn dieser Bitte nachgekommen, die ich halt gegeben, bitte, bitte hilf mir, könntest du mir helfen, könntest du für mich da sein, sage ich hiermit Dankeschön, dass ihr es gemacht habt. Ihr habt mir geholfen, dass ich auch am Leben weiterhin teilhaben darf. Einfach ist es nicht für mich, leider. Wenn ich jetzt auch so aussehe, wie ich aussehe, ich bin im weihnachtlichen Modus. Heute am 4. Advent habe ich dieses Video erstellt. Und wer dieses Video nun gesehen, kann darüber selbst philosophieren. Er kann darüber denken, er kann darüber nachdenken. Wenn man das ist, was man ist, und das ist verbrieft und auch bezeugt durch Unterschriften, weil es Zeugnisse sind. Wie man wollte werden Polizist, das wäre ich heute wirklich gern, aber damals schon erkannt, wie der Dreijährige tritt vors Bein und sagte, verklag mich doch, da habe ich schon gestutzt. Wenn ein Dreijähriger dir vors Bein tritt und kackfrech sagt, verklag mich doch, was soll ich dann als Polizist? So, bin dann halt in die Welt der Medien. Und in die Welt der Medien wurde ich auch nicht anerkannt, also bin ich zu Karstadt. Karstadt hat mich anerkannt und Karstadt hat mich versorgt. Über 30 Jahre Karstadt hat richtig Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Heute sind alle Karstädte meine Kunden, die auch damals schon Kunde waren, weil ich ja damals bei Karstadt auch schon selbstständig war. Ich war ein Selbstständiger unter Angestellten und jeder Angestellte mochte mich oder mochte mich nicht, ist klar, ich war ja Vorgesetzter. Als Vorgesetzter im Leben kann man nur bestreben, dass man Menschen um sich herum hat, die verstehen, was ein Chef ertragen muss. Ein Chef muss vieles ertragen, er tut es oder er lässt es. Aber wenn ich höre, dass 220 Millionen an Funk Mediengruppe geflossen, die Funk Mediengruppe ist eine Lobby, die mit ARD, ZDF, WDR zusammenarbeitet und 50 Firmen am Start haben bei YouTube. Die Jugend wird geändert, die Jugend wird verändert und die Jugend ist nicht, was wir mal waren. So, diese Jugend von heute interessiert sich nicht für alte Menschen. Diese Jugend von heute liebt das, was das Phone ihr sagt. Wir sind Instagrammer, wir sind TikToker, wir sind Telegram-Gruppen. Yeah, sind wir. Stimmt. Aber ich bin nicht sauer, dass ich kein Geld bekomme. Natürlich habe ich auch Geld bekommen. Und dieses Geld ist auch sofort wieder zurückgeflossen. Weil Geld klebt nicht. Okay, bei 220 Millionen hätte ich natürlich jetzt Geld über, das ist richtig. Aber das, was geflossen, das, was ich unterschrieben, um den Mund zu halten, war sofort auch wieder weg. Mich stört es nicht, es ist halt so. Aber ich bin für meine Kunden da und deswegen mache ich dieses Video. An alle Kunden, die zufälligerweise dieses Video jetzt sehen und sagen, was macht er denn da? Ich sage die Wahrheit und ich sage die Wahrheit und mich interessiert die Lüge nicht. So. Als beinahe
Jurist, als beinahe Polizist, habe ich 980 Gesetzestexte lernen müssen. 980 muss jeder Polizist lernen. Und so einfach ist es nicht. Gut, wenn die Uniform an, damals war uns grün, wir waren die Frische, ihr seid heute schwarz, ihr seid heute SS. Und benehmt euch auch so. Nicht der normale Streifenpolizist, ich rede an die Hundertschaft. Die Hundertschaft weiß, Befehle zu verfolgen, Befehle zu und so weiter. Die GSG 9 hilft uns im Falle der Fälle. Sie wird aber nicht eingesetzt. Und die Untergruppen der Kripo, die geschlossen auch. Ich werde nie vergessen, wie der erste damals aus der Kette, an der Kette war das, dieses Emblem, Polizei. Fand ich geil, es war auch so. Bitte steigen Sie vom Fahrrad ab. Weil wenn man mit dem Fahrrad den Limbecker Platz runterrollt in der Stadt Essen, ist klar, dass einer sagt, stopp, so nicht. Gefolgsam ist nett, gefolgsam ist gut. Aber nur Gefolge, kritisch fragen, kritisch denken muss weiterhin bleiben. Ihr müsst weiterhin hinterfragen und nicht hinter der Funkmediengruppe hinterherrennen. Funkmediengruppe ist geil. Fahrt zu Essen, seht euch die Gebäude an, die da gebaut und die riesigen Medien, die euch strahlend entgegenstrahlen in einer wahnsinnstollen Gasse, die dort neu gebaut. Wer dort wohnt, hat Geld und gehört zur Klientel, die ich habe. So an alle, die nicht haben, tut mir recht herzlich leid, dass ihr nichts habt, aber ihr könnt ja etwas dagegen tun. Wogegen ich persönlich bin, ist, dass jedem jetzt diese Propaganda wichtiger ist, wie die Wahrheit, nicht als die Wahrheit. Die Wahrheit bleibt im Brunnen verborgen, weil sie sich schämt. Die Wahrheit schämt sich. Und die Lüge triumphiert im Kleide der Wahrheit. So ist es nun mal. Und das bleibt auch so. Ich weiß nicht, warum ihr euch blenden lasst. Ich meine, das macht ja auch Spaß. Es macht auch Spaß, vor einer Kamera zu arbeiten. Ich habe auch gestern wieder bei TikTok einige begrüßt. Einige vermissen mich auch schon, weil ich nicht mehr so oft bei TikTok. Ich weiß auch nicht, was ich sollte bei TikTok jetzt erzählen, weil die Aggressoren mehr wiegen als die, die liebend TikTok betreiben. Viele TikToker haben gesagt, ja, ich nehme das nicht so ernst und so weiter. Aber wenn sie das auch beruflich betreiben, merken sie schon, was TikTok ihnen da verbaut. So. An alle, die wirklich tatsächlich mit diesem hier Geld verdienen, Herr Rechtsanwalt, ihr wisst schon, wen ich meine, ne? Hast ja auch eine Auszeichnung bekommen dafür. Herr Gysi ist auf einer Bühne, Herr Gysi macht Show. So, was möchte ich euch heute sagen? Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten 2021 und der Geist der Weihnacht möge bei euch auch erscheinen. Der Geist der Weihnacht soll euch erklären, was wirklich tatsächlich ist. Jeder von euch ist gepiekst, willkommen im Club. Dass es mir so dreckig ging und dass viele mir sagten, sie hatten sich verändert. Jetzt geht es ihnen gut, weil ich mich nicht mehr pieksen lasse. Ich habe das Pieksen vollzogen, ich war extra im Krankenhaus, ich habe mein Blutbild, ich habe einfach alles. Zum Wohle der Ärzte habe ich mich denen hingegeben, damit die sehr viel Geld an mir verdienen. Ich habe einem Zahnarzt 16.500 Euro für Zähne machen gegeben. Ja. Und ich habe einen sehr guten gefunden, Dr. Det, Mut zur Lücke. Dem gebe ich gern mein Geld, weil das ist ein verdammt guter Arzt. Es macht richtig Spaß, bei ihm zu liegen, dass er die Zähne hier neu generiert. Ja, und er bekommt auch sein Geld, das ist klar, aber ich bin zufrieden. Der andere Arzt, der hat 16.500 bekommen für Scheiße. Absolute Scheiße. Punkt. Das muss ich einfach mal so deutlich sagen. Ja. Hat mich ein Jahr lang Zeit gekostet, diese Zähne gemacht zu bekommen. Ja? Und wenn ich falsch spreche, fliegen die Zähne mir um die Ohren. Das ist die Wahrheit, nicht als die Wahrheit. So, wir leben in einer fiktiven Zeit. Wir leben im Jahre 2020-45. Unsere Eltern erlebten 1920-45. Meine Eltern waren 10 Jahre alt, wie alles losging. Sie waren Jugendliche. Ich sage nur die Brücke. Der Film, den ich auch gesehen habe, 69 jedes Jahr und Winchester 73. Das wurde uns jedes Jahr gezeigt. Warum, wieso, weiß ich nicht. Der Lehrer sagte immer, andere Filme gab es nicht. Wir saßen dann da auf unseren Stühlen, die ziemlich hart
und haben uns diese Filme angesehen. Ich kann es rückwärts singen. Die Schauspieler habe ich auch kennengelernt nach und nach. Ich hatte das große Glück, Gustav Knuth, Hildegard Knef und Biolek persönlich kennenzulernen. Und diverse andere auch. Ja, Hans-Joachim Felmi, durch Polizei ist klar auch das Revier. Und beim Tatort als Jugendlicher durfte ich überall vor der Kamera rumlaufen. Ich habe aber immer so gemacht, dass man mich nicht sofort erkannte. Viele haben mich auch sofort erkannt, schon alleine durch meine damalige Struktur. Aber egal, es war schön. Ich liebe Medien, ich werde immer bei Medien bleiben, nur heute, Ü60, Ü70, Ü80, ist nicht mehr. So, auch der BDFA ist in alt. Alles, was ich sage, könnt ihr googeln. Alles, was ich sage, ist die Wahrheit, nicht die Wahrheit. Es ist alt. Es sind alte Menschen, die in irgendwas hängen geblieben sind. Und sie sind froh, dass sie dort etwas zu sagen haben. Das ist es nämlich. Ich will was zu sagen haben. So, dass ich solche Videos mache, ist nur, weil ich Spaß dran habe. Ich will nichts sagen haben. Ja, ich muss jeden Tag meinen Kopf hinhalten. Ja? Ich liebe halt das Gesetz, weil das Gesetz ist geschrieben, das Gesetz ist anwendbar. Problem halt nur der Richter. Der Richter entscheidet nach seinem Gutdünken und wenn der Scheiß drauf ist, dann liegst du drin und kannst in der Scheiße baden. Ist so. Viele Richter legen dich rein, sie fragen dann höflich, du, kennst du die Person? Wenn du sagst, ja, ich kenne die Person, bist du dran. Weil du die Person kennst, hättest du ja was dagegen machen können, bevor du vor Gericht gelandet und dann hängst du drin. Sage niemals, dass du die Person bei Gericht kannst oder kennst oder jemals gekannt hast. Dein bester Freund legt dich rein, dein allerbester Freund legt dich rein. Das ist halt so, gewöhn dich dran. Wisst ihr, die Liebe ist da, aber die Liebe kann man nicht essen und die Liebe bringt auch keine Wärme. Die Liebe bringt, keine Ahnung, Irritation. Sobald ihr verliebt seid, wenn der Körper anfängt zu arbeiten, seid ihr dran. Denn wenn die Liebe weggeht, das tut weh. Wow. Ihr wisst genau, was ich meine. So, die Liebe kann man nicht essen. Und wenn die Liebe durch das Fenster verschwindet, verschwindet auch das Gute in dir. Ja, die Verletzung, du bist verletzt oder wurdest verletzt und schon drehst du am Rad. Beste ist Herr Lauterbach, der trug ja immer eine Fliege, ne? Oh, immer eine Fliege, wow. Und jetzt hat er Kragen auf. Ist klar, ist ja auch verlassen worden und rächt sich jetzt an seine Frau. Und ihr alle seid seine Rache. 220 Millionen sind geflossen an die Mediengruppe, damit ihr das Propagandageschehen von Pandemie, ja, Plan-Mie. Das ist ein Plan, ein perverser Plan. Aber ihr fallt gerne drauf rein. Weil die Wahrheit im Kleide der Lüge, die Lüge im Kleide der Wahrheit. Die Wahrheit ist nur gut, sehr gut. Das interessiert keine Sau. Cool, ey. Befriedigung. Ihr wisst schon, befriedigt sein. Ob im Geld schwimmen wie Donald Duck. Ja, so sieht's aus. Die Manipulation wurde gestartet 1969, weil da die deutsche Mark abgewertet wurde. Das war 1969. 1979 ging der Plan auf EU, das Bollwerk EU. Und es wurde vollzogen im Jahre 2002. Auch da wurden die Menschen beschissen. Wer am 3.1.2002 einen Döner gekauft und 9,90 Euro bezahlt, sollte mal drüber nachdenken, was ihm da abgenommen wurde. Denn die 9,90 Euro war D-Mark für einen Gyros in einer Pommesbude. Tja, dumm gelaufen, aber das war so. Vieles wurde einfach mal eben umgeschrieben. Man hat die Zahl gelassen und einfach nur das E hinten anstatt die D-Mark. Das war so, habt ihr auch vergessen, aber egal. Ihr habt vieles vergessen, ist mir aufgefallen. Mit ihr meine ich nicht den Zuschauer, sondern global. Global betrachtet habt ihr sehr viel vergessen. Sehr, sehr viel vergessen. Aber ist halt so. Wisst ihr, im 7. Jahrhundert ging alles los mit Geld, Geld, Geld. Und jetzt ist nur noch Geld, Geld, Geld. Ich weiß, ohne Geld könnte ich das nicht. Ist klar, weil ich muss es ja bezahlen. Wenn ich nichts bezahlen kann, bin ich arm dran.
Wenn ich abend dran bin, bin ich ein Nichts. Und wenn ich ein Nichts bin, ja, dann bin ich ein Nichts. Willkommen im Club, oder? So, die Armut ist da. Die Armut war schon immer da. Die Armut wurde sogar deportiert zu Australien damals. Damals hast du einen Apfel gestohlen, weil du Hunger hast, und schon wurdest du deportiert zu Australien. Natürlich im englischen Raum, nicht hier in Deutschland. Aber ist so. So, wir nennen uns Deutsch auf dem Papier, sind aber keine Deutschen, wir sind Immigranten. Ist halt so. Jetzt. Und ich beende das jetzt, weil heute ist der 4. Advent. Mir ging nicht nur die Leuchte auf, zum 4. Mal, nein, mir ging vieles andere auf. 220 Millionen an Funk Mediengruppe. Funk. 50 Firmen angeschlossen an YouTube, die euch einen erzählen. Die ganzen Influencers, die gekaufte Medien verkaufen an euch. Medien, 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 kaufen, kaufen, kaufen. Keiner würde es wagen, zu Weihnachten nur die Liebe zu schenken. Keiner von euch würde es wagen, kein Geschenk abzugeben. Ja? Alle, die Weihnachten, Star Wars damals noch gesehen, wisst ihr noch, am 23.12. wart ihr im Kino, habt Star Wars gesehen, am anderen Tag habt ihr Weihnachten gefeiert und so weiter und so fort. Oder hier James Bond, ja, Zeit zum Sterben, aber wirklich gestorben, werden wir sehen. Ja? Auch dieser James Bond einmal, nicht dieser, ein anderer, war Silvester zu sehen, um 0 Uhr 7 Minuten, also 007, fing er an. Und wie man rauskam, hörte man noch ein paar Böller, weil James Bond geht ja ziemlich lang. Also circa 2 Uhr habt ihr das Kino dann verlassen und da war hin und wieder noch ein bisschen Böller. Es war aber Neujahr. Ihr seid Silvester ins Kino und seid im Neujahr raus mit James Bond. Was das sollte, weiß ich nicht. Ich war dabei. Deswegen, ich war ja immer dabei, so wie ich jetzt auch bei Corona dabei bin. Ich bin kein Gegner. Ich bin Infizierter, das heißt, ich habe alles in mir. Ich war extra im Krankenhaus, ich habe mein Blut untersuchen lassen, ich habe mein Herz zur Verfügung gestellt. Ja, ich habe viel Geld bezahlt, ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt. Mir ging es überhaupt nicht gut. Bei Dreharbeiten sagte ich zu ihm, geh bitte du schon mal vor, ich kann nicht mehr. Er sagte dann, soll man sein lassen? Natürlich nicht. Ich bin zig Stufen nach oben, steil nach oben. Und ich habe es trotzdem geschafft. Dass ich es nicht vollendet, dass ich es nicht gezeigt, wieso auch. Weil er, der da wollte und ich ihn begleitet, seine Sache machen wollte. Warum nicht? Ich war halt dabei. Wir haben die Stadt Essen fotografiert mit allem drum und dran. Wir haben die Halden fotografiert mit allem drum und dran. Wir haben die Zechen fotografiert mit allem drum und dran. Wir haben viele Sachen gemacht. Ich hatte auch viele Stars und Sternchen. Ich habe auch jetzt Anfragen, aber die wollen diesmal Geld von mir, ob ich nicht gewillt bin, diese für mich zu nutzen, für meine Firma. Was bringt mich das? Was bringt mich das? Was bringt mich dieses Video? Was bringt mich dieses Video? Gar nichts. Ob da nur Corona 11 ist, ich sage schon Corona 11, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch die sind gepiekst oder auch nicht gepiekst. Die Kameraleute stehen mit Maske hinter. Ohne Maske sind die Schauspieler am Agieren und keiner ist erkrankt, Gott sei Dank. Ob Pia, ob Erdogan und alle anderen, ob die Uralten mal zu sehen, weiß ich nicht. Ich meine, 90 Minuten statt 45 hat was. Pia hat ein bisschen, Erdogan hat auch ein bisschen, schon gezeigt. Erdogan verkauft seine Uhr, die Corona-Uhr. Ich sage immer Corona statt, ihr wisst schon, was ich meine. Cobra 11 bei RTL. So, ARD, ZDF, WDR sind GmbHs, sind keine öffentlichen rechtlichen, ihr vertut euch da, aber egal. Und RTL ist neu, ist umgearbeitet, weil die waren fast pleite. Die neuen sind jetzt, ist klar, auch gehörig, weil die kriegen ja Geld. 220 Millionen sind geflossen für die Corona-Korruption. Corona ist eine Korruption, bleibt eine Korruption und jeder muss das ertragen. Lasst euch impfen, lasst euch genesen, lasst euch es geschehen. Ja, so, wer dagegen ist, wisst ihr ja, wird terminiert. Wer dagegen ist, kommt weg. Ist so. Gegen so viel Geld, wer will denn dagegen? 5 Firmen
fünf Familien, die alles gestohlen, die 10 Billionen plus zwei Firmen, die dazu und dann noch BlackRock, der alleine schon 5 Millionen hat und dann diverse, also die alle haben so 100, 200 Milliarden, dadurch entsteht 10 Billionen. Ja, am wenigsten, weil er ja geschickt ist, der Zuckerberg, der hat 104 Millionen, davon hat er 50 Millionen seinen Neugeborenen schon überschrieben, also das Kind gerade frisch geboren hat 50 Millionen auf dem Konto. Ja, hört sich gut an, ist die Wahrheit. So, also wie gesagt, gegen 220 Millionen kommst du nicht gegen an, gegen 10 Billionen kommt keiner an, das geht gar nicht. So, wir leben nicht mehr im Zeitalter 56, koreanischer Krieg. Wir leben auch nicht mehr im Vietnamkrieg. Ich habe die Jungs bewundert, die Watergate geschafft haben. Herr Nixon musste gehen. Ja, die Embargos, die wir durchgemacht, wir waren auf der Autobahn spazieren, weil kein Auto fahren durfte. Ja, so war das. So, jetzt ging mal wieder mein Strahler aus. Ihr merkt, ich sehe anders aus und deswegen gehe auch ich jetzt hier aus diesem Video. Und ich wünsche euch wirklich frohe Weihnachten 2021. Und möge der Geist von Weihnachten euch erreichen, um euch das Richtige, das wirklich Richtige, euch zu geben. Ja, ich weiß, das Gute stirbt Gott sei Dank nie, aber die Wahrheit ist immer noch im Brunnen. Die Wahrheit ist immer noch im Brunnen. Und die Lüge, ja, Lucifer, ich meine, Lucifer sieht geil aus. Ne? Ja. Lucifer könnte ja so aussehen. Ich bin Lucifer. Rita ist gerade bestätigt worden. Ja, so ist es nun mal. Wenn ihr versteht es vorhin mal. Wenn Lucifer nicht fällt, tja, dann ist die Welt nicht mehr zu retten. Also ihr seid dann nicht mehr zu retten. Ihr gehört dann Lucifer. Weil Lucifer ist geil. Schaut euch den Film an bei Amazon. 4 Folgen. Nein, nein. 4 Staffeln. Lucifer, der gefallene Engel, der dann zu Gott werden sollte. Ich meine, noch schlimmer kann es gar nicht werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Sinnbild von Lucifer, der Gott wird. Wenn Lucifer Gott wird, dann Halleluja, dann zieht euch warm an.